Wettkämpfe mit Tastatur und Maus. Je tiefer man in diese Disziplin hineinsticht und selber versteht, warum plötzlich 25.000 Leute in einer Halle applaudieren und schreien und echt Emotionen freilassen, weil gerade 5 Leute auf eine Tastatur gedrückt haben, oh, das ist Wahnsinn. In Deutschland gibt es doppelt so viele Computerspieler wie Autofahrer. Der Markt für Computerspiele in Deutschland ist etwa 4 Milliarden Euro schwer. Wenn man das in Vergleich setzt zum Bundesliga-Fußball, ist das schon wesentlich größer, weil die Bundesliga im letzten Jahr etwa 2,6 Milliarden umgesetzt hat. Wir sind unterwegs mit den deutschen Superstars der internationalen E-Sport-Szene. Wir sind Konkurrenzspieler. Wir wollen gewinnen. Ich zumindest. Und dementsprechend agiere ich. Und jetzt mischen sogar Bundesliga-Giganten wie Schalke 04 mit. Und dann sagt dir halt dein Manager, dass du irgendwann die nächste Saison bei Schalke halt spielst. Das war halt auf jeden Fall so ein Traum, der wahr wurde. Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 in der Veltins-Arena. 12.000 Besucher sehen den ersten Auftritt der neuen starken Männer auf Schalke. Manager Christian Heidel und Trainer Markus Weinzierl. Doch es gibt noch weitere spektakuläre Neuzugänge. Schalke stellt der Öffentlichkeit auch die großen Pläne im Bereich E-Sport vor. Die Königsblauen kämpfen ab sofort mit einer eigenen Mannschaft auch virtuell um Punkte, Titel und viel Geld. Für das internationale Team rund um den 19-jährigen Kölner Berg Demir, Spielername Gilius, beginnt heute ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Wir werden Schalkes komplette Debütsaison begleiten. Ich war eigentlich immer ein Schalke-Fan und jetzt bin ich selbst Schalke-Spieler. Ist ein bisschen komisch, aber ja, auf jeden Fall so ein Traum in Erfüllung gegangen. Meisterschale, DFB-Pokal, UEFA-Cup. Stehen künftig Trophäen der E-Sportler Seite an Seite mit denen der Schalker Fußballhelden? Professionell spiele ich jetzt seit 3 Jahren. Das Spiel spiele ich seit 5 Jahren. Und ja, ich habe mich dann halt jedes Jahr gesteigert und spiele jetzt halt in der stärksten Liga. Und da geht es dann um mein dickes Preisgeld. Der Gewinner kriegt 1 Million. Und ja, das ist so das Ziel. Das Spiel, in dem Schalke jetzt mitmischt, heißt League of Legends. Es ist das weltweit populärste Videospiel. Über 100 Millionen spielen es im Monat. League of Legends ist ein Strategiespiel. 2 Teams mit jeweils 5 Spielern treten gegeneinander an. Blau gegen Rot. Zu Beginn der Partie wählt sich jeder Spieler einen von über 100 Charakteren aus, die unterschiedliche Stärken und Schwächen besitzen. Die Teammitglieder nehmen dabei unterschiedliche Rollen ein, die sich gegenseitig ergänzen. Teamplay ist der Schlüssel zum Erfolg. Ziel ist es, die gegnerische Basis zu zerstören. Die Schalker E-Sport-Abteilung leitet der ehemalige Fußballprofi und Pionier der deutschen Gaming-Szene, Tim Reichert. Wenn man sich den E-Sport mal genauer anschaut, die Wachstumsraten, auch diese Community, die dahinter steht, diese Events, das ist so nah an unserem Kerngeschäft dran und es ist nicht aufzuhalten. Dieser Sport wird größer. Und von daher war es am Ende des Tages gar nicht so eine riesen Überzeugungsarbeit, weil ich glaube, in spätestens 5 Jahren reden wir über sowas gar nicht mehr, weil dann ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 2015 war Berlin der Austragungsort der League of Legends Weltmeisterschaft. Ausverkaufte Arena. Die 12.000 Tickets waren binnen 90 Sekunden vergriffen. Die Teams kämpften um knapp 2 Millionen Euro Preisgeld. Weltweit verfolgten bis zu 36 Millionen Zuschauer über das Internet das Finale. Den Pokal nahmen die südkoreanischen Superstars vom Team SK Telekom mit nach Hause. Um diese Weltmeisterschaft zu spielen, ist auch der große Traum der Schalker. An der renommierten privaten Hochschule WHU in Düsseldorf wurde das enorme Potenzial der Gaming-Szene schon vor längerer Zeit erkannt. Professor Dr. Sascha Schmidt leitet den Lehrstuhl für Sport und Management und beschäftigt sich seit 3 Jahren intensiv mit dem Thema E-Sport. In Deutschland sind etwa 70 Millionen Menschen online.
Und 36 Millionen von denen bezeichnen sich selbst als Computerspieler. Ja, das kann regelmäßig sein, kann aber auch unregelmäßig sein. So, wenn man sich diese Dimension mal verdeutlicht, dann sind das doppelt so viele Computerspieler in Deutschland wie Autofahrer. Die Erfolgsgeschichte der Videospiele beginnt 1972 mit Pong. Legendär ist auch Pac-Man. Im Spiel Donkey Kong taucht in den 80er Jahren die Kultfigur Super Mario erstmalig auf und begibt sich anschließend auf ihre eigenen Abenteuer. Später erscheint Tetris auf dem Nintendo Game Boy. Mit Snake werden Videospiele erstmals auch auf Mobiltelefonen populär. Dieser Hype gipfelt 2016 mit Pokémon Go in ein weltweites Massenphänomen. Waren Videospiele früher noch ein belächeltes Hobby, haben sich durch das Internetzeitalter globale Wettkämpfe entwickelt. Der E-Sport. Titel wie League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, StarCraft 2 oder FIFA haben die Gaming-Welt im Sturm erobert. E-Sports wird nicht nur von jungen Leuten angeschaut, sondern eigentlich quer durch alle Altersklassen. Wenn ich anschaue, wie die Berichterstattung zugenommen hat, wie die Preisgelder sich verdoppeln, verdreifachen in kurzer Zeit und wie der gesamte weltweite Markt wächst, dann sehen wir hier fast eine explosionsartige Entwicklung. Der 24-jährige Deutsche Kuro Takasomi, Spielername Kuroki, ist ein internationaler Superstar der E-Sport-Szene. Er verdient sein Geld mit dem Spiel Dota 2. Und Kuro verdient gut. Der Berliner ist der erfolgreichste deutsche E-Sportler. Sein bisher erspieltes Preisgeld beläuft sich auf über 1 Million Euro. Dabei ist er ständig unterwegs. Verbringt etwa die Hälfte seines Jahres auf Reisen. Vergleichbar mit Tennisprofis reist er um die Welt, jettet von Turnier zu Turnier. Gerade ist er mit seinen Mitspielern vom Team Liquid auf dem Weg in ein Trainingslager, in der Szene Bootcamp genannt, nach Holland. Auch wenn Kuro und sein Team um Millionenbeträge spielen, im Trainingslager geht es überraschend bescheiden zu. Von Glanz und Glamour keine Spur. Jugendherbergsflair statt Campo Bahia. Privatsphäre spielt hier offensichtlich eine untergeordnete Rolle. Doppelstockbetten als Teambuilding-Maßnahme. Das ist auch noch ein anderes Zimmer. Hier werden dann 3 Leute reingepackt. Da hinten 3 Leute. Also hier ist auch noch eins. Irgendwo müssen wir betten. Hier wird für die nächsten Tage auf engstem Raum gelebt und trainiert. Dabei geht es vor allem darum, Routinen für die Wettkämpfe zu entwickeln. Unser Ablauf ist ziemlich simpel. Wir stehen auf, frühstücken kurz, fangen an zu spielen und spielen eigentlich den ganzen Tag, so 8 bis 12 Stunden. Das Spielprinzip von Dota 2 ähnelt dem von League of Legends sehr. 2 Teams A5 Spieler wählen ihre Helden und versuchen, die gegnerische Basis zu zerstören. Team Liquid ist ein internationales Team. Kuro und sein Mitspieler Adrian sind aus Deutschland. Außerdem an Bord 2 Finnen und 1 Bulgare. Der Trainer ist aus Südkorea. Teamsprache ist Englisch. Kuro ist der Kapitän seines Teams. Ich kümmere mich um die strategischen Komponente. Das Team spricht sich ab, was für Strategien man spielen will, etc. Und der Kapitän im Grunde fällt die letzte Entscheidung. Das ist einer meiner Rollen in diesem Team. Du bist ja joken. Seine Führungsposition kommt nicht von ungefähr. Trotz seiner erst 24 Jahre ist Kuro schon ein alter Hase im E-Sport-Geschäft. Er hat die rasante Entwicklung der letzten Jahre hautnah miterlebt. Damals, als ich jünger war, gab es ja nicht so wirklich eine professionelle Szene. Ich gehöre eigentlich zur ersten Generation, was diese ganze Sache angeht. Deswegen war das war auch alles irgendwo sehr natürlich. Man ist einfach reingewachsen. Man hat gespielt und wenn man gut war, haben sich halt Leute zusammengefunden. Es gab kleinere Turniere. Man hat um ein paar Headsets und Mäuse gespielt damals. Und man hat weitergespielt. Es hat sich einfach alles entwickelt, wurde größer. Ja, sind wir heute hier. Heute wird die Technik von Sponsoren gestellt. Bei den Turnieren geht es dafür um das richtig große Geld. Dementsprechend akribisch bereitet sich Kuros Team auf die internationalen Wettkämpfe vor. Also wir fliegen ja jetzt erstmal nach Manila, um das Manila Major Turnier zu spielen. Und direkt danach fliegen wir nach Frankfurt. Normalerweise nimmt man Pausen nach größeren Turnieren, wenn man jetzt schon 4 bis 6 Wochen unterwegs ist. Aber da es in Frankfurt ist, wir haben sehr viele Fans dort. Es macht sehr viel Spaß, dort zu spielen.
Der internationale Turnierkalender ist vollgestopft. Für ein ganz normales Privatleben bleibt keine Zeit. Im Großen und Ganzen finde ich es cool und ich bin dankbar, dass ich halt um die Welt reisen kann und viele Sachen sehen kann. Aber es ist definitiv anstrengend. Wenn man anfängt, viel zu reisen, irgendwann ist der Flughafen halt dein zweiter Heimatort. Dort schläfst du, dort lebst du, verbringst sehr viele Stunden. Ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre. Man denkt, man gewöhnt sich dran, aber eigentlich nicht. Nach einer intensiven Woche im Bootcamp steht die nächste Reise auf dem Programm. Der ganz normale Wahnsinn. Selbst die professionellen E-Sport-Teams sind heute noch nicht so professionell aufgestellt, wie wir das in anderen Sportarten sehen. Und deswegen sind dort auch häufige Wechsel und teilweise auch unstrukturiertes Vorgehen noch relativ normal. Ich denke, der professionelle E-Sport steht erst noch vor einer Welle der Professionalisierung. Und durch den Einstieg durch Schalke 04 oder andere Vereine wird sicherlich dieser Professionalisierungsprozess noch beschleunigt. Eine neue Form der Professionalisierung erleben Berg und sein Team vom ersten Tag an auf Schalke. Bestes Beispiel: der sportmedizinische Bereich. So etwas kennt die E-Sport-Konkurrenz nicht. Die gleiche Art von Test führen wir mit den Schalke-Profisportlern auch durch. Die kommen mindestens ein- bis zweimal im Jahr zu uns. Und die dürfen die ganze Testbatterie auch durchlaufen. Berg muss nun beweisen, was er körperlich drauf hat. Neuland für ihn. Vom Fitnesszustand eines Bundesliga-Profis ist er meilenweit entfernt. Also ein Spiroergometrie-Test hängt immer ein bisschen davon ab, wie lange der Spieler laufen kann. Aber in der Regel so 30 Minuten. 43 Minuten sind wir durch mit einem Spieler. Berg läuft seit 4 Minuten. Ich glaube, wir müssen aufhören. Ja? Oh, shit. Oh, shit. Ach, dann geh dich noch mal ein bisschen aus. Ja. Na, geht wieder runter auf 4 km/h. Holy fuck. Ich glaube, es wäre eigentlich nicht schlecht, das zu wiederholen. Ich will jetzt sowieso ein bisschen mehr Sport machen. Wenn man körperlich fit ist, spielt man auch besser. Deswegen, ja, ziemlich wichtig, glaube ich. Wichtig für Schalke ist, dass Fitnesstraining fester Bestandteil des Trainingsalltags wird. Das Problem? Berg und Co. leben in Berlin, fernab der direkten Kontrolle des Vereins. Dennoch gibt es für die E-Sportler auf Schalke kein Teamhaus. Da ist sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ich glaube, die Szene weiß noch gar nicht, wie viel mehr, oder einzelne Spieler wissen noch gar nicht, wie viel mehr sie aus sich rausholen können, wenn sie auch die körperlichen Voraussetzungen dafür haben. Das bedeutet nicht nur Reaktion, Augen-Hand-Koordination, sondern wir sagen immer bei Schalke, ein gesunder Körper schafft auch einen gesunden Geist. An der Deutschen Sporthochschule in Köln wird seit über 5 Jahren das Phänomen E-Sport erforscht. Dafür hat die Uni sogar ein eigenes Team. Die Studien leitet der renommierte Sportwissenschaftler Professor Dr. Ingo Frohböse. Ich denke, dass wir vom körperlichen Spitzensport wissen, dass wir bestimmte Phasen der Ruhe und bestimmte Phasen der Anspannung haben müssen. Und dieses Verhältnis, glaube ich, ist also das Wichtigste, was diese E-Gamer lernen müssen. Und das ist eben im Augenblick nicht so, da meint man immer, viel hilft viel, man muss daddeln rund um die Uhr. Sie igeln sich ein. Und als ich das erste Mal in einem Trainingscamp von Profis war. Wenn man die Tür aufmacht, weiß man, wo man ist. Es stinkt. Und es stank wirklich. Wonach? Nach Pizza, nach Fritten, nach dem, was man sich wirklich so vorstellt, wenn man in eine derartige Bude hineinkommt. Das heißt, eine nicht angemessene Ernährung zur Belastung passt. Brustgurt und Pulsuhr sollen die Herzfrequenz der Spieler erfassen. Frohböse und seine Mitarbeiter untersuchen ihre Studenten regelmäßig während und nach den Spielen und finden so heraus, unter welchen körperlichen und mentalen Belastungen E-Sportler stehen. Neben der extrem anspruchsvollen Auge-Hand-Koordination steht die Fingerfertigkeit beim E-Sport im Mittelpunkt. Profis kommen auf beeindruckende 300 bis 400 Aktionen pro Minute. Alle Daten werden gesammelt und ausgewertet. Von dir hätte ich gerne eine Speicherprobe durch dieses Röhrchen mit dem Stab. Nimmst ihn in den Mund und lässt im Grunde dann Speichel langsam in das Röhrchen laufen. Wir nehmen hier Speichelproben von den Spielern. Dann im Speichel lässt sich Cortisol nachweisen. Und Cortisol ist ein Stressparameter. Und wir wollen im Grunde überprüfen, ob die Jungs beim Spielen einem akuten Stress unterliegen. Wir wollen damit nachweisen, dass es wirklich als eine Belastung ähnlich des Sports auch anerkannt werden kann.
Die Speichelproben werden im uni-eigenen Labor ausgewertet. Ergebnis? Der Cortisolspiegel liegt ungefähr auf dem Niveau von Rennfahrern. Mhm. Während der Wettkämpfe ist der Puls erhöht. Die Herzfrequenz liegt zwischen 160 und 180 Schlägen pro Minute. Das entspricht einem sehr schnellen Lauf. Es lassen sich also bei Belastungen, denen E-Sportler ausgesetzt sind, durchaus Parallelen zu gewissen Bereichen in anderen Sportarten ziehen. Doch was genau ist denn eigentlich Sport? Ist Sport rein auf körperliche Anstrengung zu reduzieren? Laufen, werfen, springen? Ist beispielsweise ein Triathlet mehr Sportler als ein Formel-1-Fahrer? Oder kommt es beim Sport nicht auf viel mehr an? Ich bin ein großer Freund des E-Sports als Sport. Warum? Weil es hat ganz viele Facetten des Sports. Die darf ich eben nicht nur reduzieren auf motorische Aktivität. Nun hat der E-Sportler eine motorische Aktivität, 300 Bewegungen etwa pro Minute, das ist schon richtig Sport. Und im Vergleich beispielsweise zu anderen sportlichen Aktivitäten, wo ich nur kleinräumige, minimale Aktivitäten habe, ist das schon mal wichtig. Ich habe taktische, soziale, also interaktive Fähigkeiten. Ich muss also mich abstimmen, ich muss Spiele lernen, ich muss schnell reagieren und vor allen Dingen mich auch absprechen. All das ist für mich Sport. Wir erleben also eine ganz neue Art des Sports. Wenn ich mir Deutschland betrachte, dann würde ich sagen, E-Sport ist am Start. Es muss sich nicht mehr warm laufen, es ist schon da, der Startschuss fällt und bald wissen 80 Millionen Menschen, dass es E-Sport gibt und was es ist. Berlin, Austragungsort der europäischen League of Legends Liga LCS. 10 Teams spielen um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft am Jahresende. Für Schalke geht es jedoch um die sportliche Existenz. Nach einem guten Saisonstart ist die Mannschaft in den letzten Wochen sportlich eingebrochen und in der Tabelle auf Rang 7 abgestürzt. Im schlimmsten Fall droht der Abstieg. Die Spiele werden live im Internet übertragen. It is Steve Gillius Fox, Mr. Oz, Sprottle. Gleich im ersten Spiel läuft es gegen Schalke. Schalke hat stark angefangen und sehr stark nachgelassen. Vitality hat das ganze Spiel über sehr konstant gespielt. Das ist das 1-0 für Vitality. Das Team rund um Bergdemir zieht sich zur Teambesprechung zurück. Wir dürfen ausnahmsweise mit der Kamera dabei sein. Der Ton ist aber tabu, denn die Taktik ist streng geheim. Würde ich so sagen, das Team mit den besseren Spielern nicht gewinnt, sondern das Team, das einfach mental besser vorbereitet ist und einfach das Team, das mehr kämpft. Ja, wir werden das Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen. Wir haben einfach die besseren Spieler gehabt. Schalke-Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz schwört das Team nochmal ein. So, just play wisely. Don't be too overmotivated. And play as a team. That's important. Ein letzter Security-Check, der verhindern soll, dass die Spieler unerlaubterweise ihre Smartphones mit auf die Bühne nehmen. Der Appell der Verantwortlichen scheint Wirkung zu zeigen. Schalke kämpft sich zurück in die Partie. Auch hinter den Kulissen ist die Anspannung enorm. Das könnte sogar was werden jetzt, wenn der Kampf gut läuft. Da geht ein Stück durch. Wie wollen Sie es das denn? Und das funktioniert. Wer hätte das denn gedacht? Sie machen den Ausgleich. Große Erleichterung. Schalke macht es spannend und rettet sich in das Entscheidungsspiel. Der Druck ist enorm, klar, die sind auch nervös. Aber das zweite Spiel hat gerade gezeigt, es kommt auf die Kleinigkeiten an. Wenn sie konzentriert sind, können sie das erreichen. Sie haben groß gekämpft und das ist ja dann auch typisch für Schalke. Jetzt heißt es alles oder nichts. Das nächste Spiel entscheidet, ob Schalke 04 oder das gegnerische Team Vitality in die Relegation muss. Das war's jetzt. Steve mit der nächsten Ultimate. Jetzt zimmert ja jeder rein, aber es ist nicht genug. Vitality macht's jetzt. Triple Kill für Police. Das Ace oder das Spiel. Damit ist Schalke in der Relegation. Kein siebter Platz mehr, die Serie ist gebrochen. Vitality darf Urlaub machen. Am Ende nur Platz 8. Für die mit großen Erwartungen gestarteten Schalker niederschmetternd.
Es ist eine Enttäuschung, das ist klar. Für jeden, für die Spieler, genauso für uns als Neuling im E-Sport. Wir hatten uns die Playoffs nun mal als Ziel gesetzt, die schon beim letzten Spieltag verpasst, jetzt auch noch in die Relegation gerutscht. Das hatten wir gehofft zu umgehen, aber es ist so gekommen. Aber Schalke ist dafür bekannt, wieder aufzustehen, zu kämpfen. Und das sind unsere Werte und dafür werden wir uns auch einsetzen in den nächsten Tagen. Sätze wie im Fußball. Ist Schalke mit dem Einstieg in den E-Sport ein zu hohes Risiko eingegangen? Oder geht es in erster Linie ums Geschäft? Der Journalist Eike Kühl arbeitet bei Zeit Online im Digitalressort. Er verfolgt die Gaming-Branche seit Jahren und versucht, das Phänomen E-Sport für die breite Masse erklärbar zu machen. Für Schalke ist natürlich E-Sports erstmal wie für viele andere Unternehmen auch eine besonders attraktive Marke. Man muss sich vorstellen, E-Sports ist vor allem unter jungen Männern interessant, was traditionell eine Gruppe ist, die für Vermarkter, für Werbetreibende schwer zu erreichen ist. Allein schon deshalb ist E-Sports gerade super interessant für Sportvereine, aber auch für Unternehmen aus dem Computerbereich einfach. Ja. Und gleichzeitig hat natürlich eine Marke wie Schalke auch die Möglichkeit, genau diese neuen Zuschauerschichten zu erreichen, indem man einfach merkt, wir nehmen da einfach E-Sports auf und gucken mal, wie wir als Schalke 04 mit unserem unglaublichen Fanbase, die wir ja schon haben als Verein, wie wir da beim E-Sports ankommen. Videospiele sind auch bei Borussia Mönchengladbach ein großes Thema. Allerdings noch nicht auf offizieller Ebene. Auch die Fußballsimulation FIFA ist ein Teil der E-Sport-Welt. Patrick Herrmann und Julian Korb sind so fußballverrückt, dass sie auch in ihrer Freizeit virtuell auf Torejagd gehen. Für beide ist es normal, nach dem Training noch eine Sonderschicht an der Konsole einzulegen. Nette Randnotiz: Sie sind sogar die Helden im eigenen Spiel. Ich wusste, dass ich spielst. Nee. Doch. Nee. Doch. Mhm. Oh ja. Raphael, mach das Ding. Mach das Ding. Rafa, mach das Ding rein. Das war wie echt gerade. Das war echt wie ein echt. Abgekappt. Ja, man muss auch so spielen, wie die Spieler dann echt sind. Zum ersten Mal das eigene virtuelle Abbild zu steuern, muss merkwürdig sein. Ja, also war ja immer so ein Kindheitstraum, sich selber mal im FIFA spielen zu können. Ich kann mich noch daran erinnern, als dann das erste Mal wirklich der Fall war, das war schon wirklich ein Riesenhighlight. Also hat schon Spaß gemacht. Ja, das allererste Mal war es natürlich schon ein bisschen komisch, aber natürlich auch super, weil ja, man hat ja sonst immer nur andere gesteuert und wenn man dann auf einmal seinen eigenen Namen da sieht, dann ist das schon ja, irgendwie lustig und aber auch schön natürlich. Ne? Schneller können sie mich noch machen. Aber sie treffen es doch schon ganz gut. Also. Das liegt ja schon nah alles. Ja. Das Spiel mit dem Alter Ego ist ein Highlight. Der Ritterschlag ist allerdings das Cover der Spielverpackung zu zieren. Aktuell posiert dort ihr Kumpel Marco Reus. Also ein Traum wäre das auf jeden Fall. Also gerade bei Marco jetzt, da freut man sich auch mit. Also wir haben ja früher mit ihm zusammengespielt, auch FIFA gegeneinander gespielt. Und er ist natürlich ein Riesentraum. Also FIFA wird überall auf der Welt verkauft und ist, glaube ich, für ihn auch ganz schön, da drauf zu sein. Ne? Wie sehen es denn eigentlich die Bundesliga-Fußballer? Ist professionelles Videospielen ein Sport? Das ist schon was anderes, als wir es jetzt auf dem Platz tun. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Art Sport. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es wird genauso oder wahrscheinlich auch sehr hart trainiert und viel Zeit investiert. Es gibt echt viele, die es wahrscheinlich auch gut können. Von daher ist es auf jeden Fall eine Art Sport. Der Ehrgeiz am Gamepad steht dem auf dem echten Spielfeld scheinbar in nichts nach. Ja, das gibt's doch nicht. Haha! Oh, Elfmeter schieben am Fenster. Aber der Jan hält auch keine Elfmeter, Alter. Der hält in echt auch keinen Elfmeter. Da gewinnt er. Was ein entscheidendes Spiel. Ja. Elfmeter schießen. Okay. Fünf Liegestütze für das hier. Von der Kamera. Morgen. Es nagt schon ein bisschen an einem, geben wir auch zu. Also, verlieren ist es im richtigen Leben nicht schön und auf der Konsole auch nicht. Und da wird es die Tage bestimmt ein Rematch geben. Bestimmt, ja. Vom Borussia Park in die Frankfurter Commerzbank Arena.
Denn E-Sport-Turniere finden inzwischen sogar in Fußballstadien statt. Die Spielstätte der Frankfurter Eintracht verwandelt sich im Juni in die größte Gaming-Arena Europas. Bereits seit 3 Jahren gastiert die ESL One am Main. An diesem Wochenende strömen über 20.000 Zuschauer ins Stadion. Wir treffen wieder Team Liquid. Die Jungs sind erst am Vorabend vom Turnier auf den Philippinen zurückgekehrt. Mit dem 2. Platz und $400.000 Preisgeld im Gepäck. Doch trotz der Reisestrapazen sind die Ansprüche hoch. Die Zuschauer erwarten vom Favoriten den Sieg beim Heimspiel in Frankfurt. Aber es gibt Probleme. Adrian Trinks, einer der beiden Deutschen im Team, ist krank. Er kann nicht spielen. Der Reisestress, die Zeitverschiebung und die Klimaumstellung sind zu viel für ihn. Ersatzspieler gibt es nicht. Der südkoreanische Trainer muss einspringen. Ja, das ist eigentlich sehr schlimm für das Team. Der Coach ist ein integraler Teil von dem Team, aber er ist halt nur der Coach. Er spielt nicht mit uns, er trainiert nicht mit uns, er kriegt alles mit, halt wie wir uns entwickeln, wie wir trainieren, aber halt nochmal selber zu performen, ist dann immer was anderes. Und vor allem fehlt dann auch der andere Spieler, also fehlt ein Puzzleteil vom Team, wie das Team aufgebaut ist, und das wird dann chaotisch. Der Notfallplan geht nicht auf. Team Liquid verliert und ist von Beginn an unter Druck. Aber aufgeben ist keine Option. Das Team beschließt, Adrian wird spielen. Trotz Krankheit. Er ist unverzichtbar. Das Team braucht ihn. Erst recht beim Heimspiel. Wie wichtig eine eingespielte Mannschaft ist, wird sofort klar. Auf einmal läuft's. Mit 2 Siegen kämpft sich Team Liquid zurück ins Turnier. Der Traum vom Titel lebt weiter. Wir konkurrieren gegen die ganze Welt. Wir spielen gegen Amerikaner, gegen Chinesen, gegen viele Europäer. Deswegen ist meine Philosophie, wir müssen immer hart weiterarbeiten. Wir können nicht aufhören zu spielen, weil sonst kommen die anderen und holen uns ein. Wir gehören zu der Top 0,1% auf der ganzen Welt. Und wenn man nicht hart arbeitet, dann kann man keinen Erfolg haben. Their opponents. Finals of the Vanilla Major to the stage. Give it up for Team Liquid! Halbfinale. Es geht gegen den Erzrivalen OG aus den USA. Erst vor wenigen Tagen haben Kuro und seine Jungs gegen die Amerikaner im Finale des Manila Majors verloren. Jetzt gewinnen sie das erste Spiel. Doch dann der Einbruch. OG trifft die klügeren taktischen Entscheidungen und nutzt die Schwächen des angeschlagenen Gegners aus. Team Liquid wird überrollt und verliert das Halbfinale schlussendlich mit 1:2. Das bittere Aus im Heimspiel. Viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Deutsche Turniere gibt es halt sehr selten, 1 oder 2 Mal im Jahr. Deswegen bin ich umso trauriger, dass sie verloren haben. Ich hätte gerne hier gewonnen. Ich habe letztes Jahr hier gewonnen. Dieses Jahr hat es leider nicht funktioniert. Trotz der Niederlage sind Kuro und seine Mitspieler in Frankfurt die gefeierten Lokalmatadore. Ein kleines Trostpflaster nach den Strapazen der letzten Wochen. Um mehr darüber zu erfahren, warum der E-Sport die Massen begeistert, treffen wir uns in Hamburg mit Daniel Budimann, einem der Gründer des Internetsenders Rocket Beans TV. Anfang 2015 hat man dort den Sendebetrieb aufgenommen. Mit inzwischen über 70 Mitarbeitern arbeiten die Rocket Beans daran, ihre Zuschauer 24 Stunden am Tag mit den unterschiedlichsten interaktiven Formaten zu versorgen. Das Thema Gaming nimmt dabei einen wesentlichen Schwerpunkt ein. Warum gucken sich so viele Leute E-Sport oder halt Wettkämpfe im Netz an? Das liegt daran, dass ich den Zugang zu dem gleichen Spiel habe und abstrahieren kann, wie stark die Leistungen dieser Personen sind. Das ist ungefähr so, wie wenn man vielleicht auf den Bolzplatz geht und mit Messi zockt. Dann kann man halt auch sagen, so, oh Gott, was macht der mit dem Ball? Würde ich gerne auch tun können, sowas. Nur man kann es halt selber nicht.
Trotzdem kann man ja sagen, okay, das, was der da macht, ist für mich Magie. Er hat sein Leben dem Fußball gewidmet. Und das tun für mich andere Videospieler halt auch für die jeweilige Disziplin. Und sobald man halt ein gewisses Spielverständnis hat und je tiefer man in diese Disziplin hineinsticht und selber versteht, warum etwas so toll ist, warum plötzlich 25.000 Leute in einer Halle applaudieren und schreien und echt Emotionen freilassen, weil gerade 5 Leute auf eine Tastatur gedrückt haben. Oh, das ist Wahnsinn. Das ist für mich E-Sport und das ist für mich auch der Grund, warum weltweit E-Sport immer populärer wird. Berg ist bereits mit 17 aus dem Elternhaus ausgezogen, um seinen Traum vom Profi-Dasein zu verwirklichen. Eine der Konsequenzen? Er sieht seine Freunde viel zu selten. Für Gleichaltrige ist es normal, mit den besten Kumpels um die Häuser zu ziehen. Für Berg hingegen sind diese seltenen Momente eine willkommene Abwechslung vom stressigen Profi-Alltag. Eigentlich bricht man den Kontakt mit seinen Freunden halt komplett ab. Also man sieht sich halt gar nicht mehr während der Saison. Aber übers Internet, über Facebook, WhatsApp hat man halt noch Kontakt. Und dann, wenn man zum Beispiel eine Woche frei hat oder so, komme ich halt nach Köln, wir sehen uns wieder. Und so habe ich den Kontakt zu meinen Freunden halt so frisch gehalten. Jedes Wochenende von Donnerstag bis Samstag sagen wir uns immer, wo sind wir heute, Jungs, wo sind wir heute in der WhatsApp-Gruppe. Und dann marschieren wir halt alle zu 10 in das Haus rein und dann schalten wir den Stream an und dann wird einfach jedes Spiel mitverfolgt, mitgefiebert. Und jedes Mal, wenn wir den Airbag sehen, dann ist das immer, Airbag, ja, wir kennen dich. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Also ich bin sehr stolz auf ihn, dass er es geschafft hat. So als einziger von uns allen, wir haben alle eigentlich gespielt, irgendwann mal. Und er hat es halt durchgezogen, hat es geschafft, damit Geld zu verdienen, mit unserem Hobby. Ein kurzer Moment der Unbeschwertheit, bevor es im Abstiegskampf wieder ernst wird. Denn das ist jetzt der Fall. Heute kämpft Schalke 04 gegen den Abstieg in die zweite Liga. Bei einem Sieg kommen sie mit dem Schrecken davon. Bei einer Niederlage verabschieden sie sich aus der Königsklasse. Doch auch heute läuft bei Berg und seinen Mitspielern nichts zusammen. Der Abwärtstrend der letzten Wochen ist nicht mehr aufzuhalten. Zu Saisonbeginn als Team gestartet, sitzen heute nur noch 5 Einzelkämpfer an der Tastatur. Und das sind jetzt hier die letzten Sekunden von Schalke als SES-Team. Der Traum ist geplatzt. Misfits hat sich qualifiziert, ist in der LCS 2017. Das Team ist ratlos und entsetzt. Wie geht es jetzt für die ambitionierten Schalker weiter? Mich hat es ein bisschen mehr mitgenommen, weil ich war so der einzige Deutsche im Team. Und dann also ich spiele halt für Schalke und ich wollte halt den Namen Schalke nicht in den Schmutz ziehen so und absteigen. Aber es ist halt am Ende so gekommen. Einen Monat nach dem sportlichen Debakel treffen wir Berg in der Wohnung seiner Eltern in Köln. Durch Schalkes Abstieg hat er unfreiwillig Urlaub. Trotzdem genießt er den Abstand vom Profi-Alltag. Hotel Mama hat auch seine Vorzüge. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schön, wieder zu Hause sein. Also der Unterschied vom Essen im Gaminghaus zum Essen meiner Mutter war auf jeden Fall ein Riesensprung. Berg hat jetzt Zeit, um sich über seine Zukunft Gedanken zu machen. Also das Ziel ist auf jeden Fall, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, weil jedes Jahr einfach die Koreaner einfach immer die Weltmeisterschaft gewinnen. Und ich bin der Meinung, dass wir Europäer das einfach auch packen können. Wir sind auf dem Level, aber es fehlt halt noch der kleine Funke von harter Arbeit, dass wir es schaffen können. Berg sieht sich nach wie vor als Erstligaspieler. Dass er trotz des Abstiegs weiter für Schalke spielen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Wir sind auf der Gamescom in Köln, der weltweit größten Messe für interaktive Unterhaltungselektronik. Alles, was in der Spieleindustrie Rang und Namen hat, ist hier vertreten. E-Sport-Profi zu sein bedeutet nicht nur nonstop zu spielen.
Um mehr darüber zu erfahren, treffen wir uns mit Dario Wünsch, Spielername TLO. Er ist ein alter Hase der deutschen E-Sport-Szene. Dario hat sein Hobby bereits 2010 zum Beruf gemacht. Er ist einer der populärsten Pro-Gamer Deutschlands. Fast schon etwas wie eine lebende Legende. Ich würde mich selber ganz klar einfach nur als Pro-Gamer bezeichnen. Professioneller StarCraft 2-Spieler. Damit kommen natürlich aber auch andere Verpflichtungen, als nur mein Spiel zu spielen. Es ist Teil meines Jobs, auch auf solche Messen wie die Gamescom zu gehen, mich zu zeigen, auch zu networken und Kontakte zu knüpfen und mich auf verschiedenen Bühnen und für verschiedene Partner zu zeigen. Dario spielt StarCraft 2. Dort treten nicht Teams gegeneinander an, sondern Einzelspieler. StarCraft 2 ist das Spiel, was ich professionell spiele. Und es ist ein sogenanntes Echtzeit-Strategiespiel. Also Schach zum Beispiel wäre ein rundenbasierendes Strategiespiel, wo ein Spieler einen Zug macht und danach der nächste. In StarCraft machen beide Spieler gleichzeitig sehr viel. Also es geht nicht nur um Taktik, sondern auch um Fingerfertigkeit und Geschwindigkeit. Man müsste sich das vorstellen, als würde jemand die Stränge von 11 Fußballspielern ziehen und er würde quasi jeden einzelnen Fußballspieler selber steuern wollen. Das ist natürlich wesentlich komplexer als das, aber so könnte man sich das fast vorstellen. Dario ist einer dieser ganz wenigen Menschen, die es schaffen, die Leistungen sowohl im Spiel, in seiner Disziplin, das ist StarCraft, zu zeigen, als auch den Leuten sinnvoll und klar zu machen, was er da gerade tut und warum das geil ist. Gleichzeitig steht er so ein bisschen für Tradition. Jeder kennt ihn und jeder schätzt ihn. Er hat es als einer der wenigen westlichen Menschen geschafft, in Südkorea, der Heimat des StarCrafts, der wirklich dort Turniere mitspielen kann und fast auf Augenhöhe agieren kann. In StarCraft 2 werden keine Preisgelder in Millionenhöhe ausgeschüttet. Für seinen Lebensunterhalt muss Dario sich selbst vermarkten. Für mich persönlich ist natürlich der Kontakt zu den Fans wichtiger, aber irgendwer muss es ja auch am Ende bezahlen. Das heißt, eine gute Beziehung zu Sponsoren zu haben, ist natürlich auch sehr wichtig. Spieler wie Dario profitieren von den Milliardenumsätzen der Gaming-Industrie, die ihre Wachstumsgrenze noch längst nicht erreicht hat. Die wirtschaftlichen Zahlen sprechen für sich. Der Markt für Computerspiele in Deutschland ist etwa 4 Milliarden Euro schwer. Wenn man das in Vergleich setzt zum Bundesliga-Fußball, ist das schon wesentlich größer, weil die Bundesliga im letzten Jahr etwa 2,6 Milliarden umgesetzt hat. Die Dimensionen der Spielebranche sind beeindruckend. Die Umsätze steigen von Jahr zu Jahr. 2015 wurde der weltweite Umsatz gegenüber 2014 erneut um knapp 13% auf 91,8 Milliarden Dollar gesteigert. Voraussichtlich wird 2017 die 100 Milliarden Dollar Grenze fallen. Der deutsche Markt nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Im internationalen Vergleich belegt Deutschland in Europa den ersten Platz und liegt weltweit auf Rang 5 nach China, den USA, Japan und Südkorea. Beim höchst dotierten E-Sport-Turnier The International in Seattle wurde in diesem Jahr um Preisgelder in einer Gesamthöhe von knapp 21 Millionen Dollar gespielt. Das Gewinnerteam nahm über 9 Millionen Dollar mit nach Hause. Zum Vergleich, Tennisprofi Angelique Kerber hat für ihren diesjährigen Gewinn der US Open nur 3,5 Millionen Dollar erhalten. Wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde, sondern trainieren würde, hätte ich die Chance, Millionär zu sein, durch Zocken. Wie geil ist das denn? Wie kommt das zustande, fragt man sich da sehr, sehr schnell. Die Preisgelder sind so hoch, weil die Fans des Spiels und der Sportart, der Disziplin, wenn sie selber spielen, sich freiwillig Sachen kaufen, individuell sich, keine Ahnung, eine Mütze für ihren Charakter kaufen, was überhaupt keinen Sinn macht, wovon ein Prozentsatz wiederum in das große Turnier gesteckt wird. Das heißt, ich selber spiele, ich selber versuche besser zu werden, gebe freiwillig Geld dafür aus mit dem Wissen, dass dieser Prozentsatz meines Geldes mit den Prozentsätzen von sehr vielen anderen Menschen schlussendlich eine Gesamtsumme von 20 Millionen Dollar ausmacht. Was bedeutet das für die jungen Fans? Kann jetzt jeder spielend leicht zum Millionär werden? Und birgt der Traum vom dauerhaften Daddeln nicht auch Risiken? Die Sucht oder das Suchtpotenzial ist eine ganz große Frage. Beim E-Sport noch mal spezieller als beim Videospielen ohnehin schon. Alles, was wir tun können, ist uns dem Thema öffnen, und zwar sinnvoll zu öffnen. Und
dann darauf, in dem jeweiligen individuellen Umfeld Regeln zu etablieren, um sich selbst und halt auch die Kinder dann vor zum Beispiel einer Suchtgefahr zu schützen. Am Hamburger Universitätsklinikum in Eppendorf werden pro Jahr ca. 1600 Kinder und Jugendliche behandelt, die an unterschiedlichsten Suchtformen leiden. Keine ist dabei so ausgeprägt wie die Mediensucht. Repräsentative Studien zeigen, dass 5% aller Schüler von ihr betroffen sein könnten. Zum Vergleich: Bei Alkoholsucht liegen die Zahlen um ein Zehnfaches niedriger. Professor Dr. Rainer Thomasius leitet das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters. Für den Suchttherapeuten sind 5% einer bestimmten Bevölkerungspopulation ausgesprochen. Viele junge Menschen, bei den stoffgebundenen Süchten gibt es keine Substanz, wo wir so häufig Suchtphänomene sehen wie bei dieser Internetspielstörung. Das ist schon eine sehr alarmierende Zahl. Laut Professor Thomasius gibt es eindeutige Warnsignale. Erstens, immer mehr Zeit wird im Internet verbracht. Zweitens, die normalen Aktivitäten des täglichen Lebens werden vernachlässigt. Also der Schulbesuch kommt zu kurz, Hausaufgaben werden nicht mehr gemacht. Drittens, Interessen außerhalb des Internets, Hobbys werden vernachlässigt. Viertens, Entzugssymptome können auftreten, also beispielsweise innerliche Unruhe, Gereiztheit, Aggressivität. Und fünftens, Belügen von Familienmitgliedern über die tatsächliche Spielzeit, über die Internetnutzung ist ein Symptom. Im UKE wird deutschlandweit die größte Anzahl an Kindern und Jugendlichen mit einer Internetspielstörung behandelt. Generell steht die Erforschung dieses modernen Phänomens noch ganz am Anfang. Dennoch hat Professor Thomasius klare Vorstellungen davon, wie eine sinnvolle Prävention aussehen kann. Eltern sollten 4 Dinge berücksichtigen, um präventiv einer Internetspielstörung vorzubeugen. Erstens, sie sollten interessiert sein, was ihre Kinder im Internet machen, welches Spiel sie aufsuchen. Zweitens, sie sollten Vorgaben machen, was die zeitliche Nutzung angeht, was die Inhalte der Internetnutzung angeht. Drittens, sie sollten immer wieder Alternativen auch aufzeigen zum Internetspiel im realen Leben, im Familienkontext. Und viertens, sie sollten gutes Vorbild sein und auch einmal vom Bildschirm selber sich entfernen und dem Kind zuwenden. Professor Thomasius verteufelt Videospiele allerdings nicht. Bei einem verantwortungsbewussten Umgang mit ihnen erkennt er sogar Chancen. Es gibt durchaus Vorteile, die Kinder und Jugendliche aus Spielen ziehen können. Beispielsweise werden handlungspraktische Fähigkeiten gesteigert, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnisprozesse. Mitnichten ist das Internetspiel nur schädlich. Wo lässt sich besser sehen, welche Anziehungskraft der E-Sport auf die Massen ausübt, als bei einem der wichtigsten Gaming-Events des Jahres? Den League of Legends World Finals in Los Angeles. Für die E-Sport-Szene das, was für Fußballfans das Finale der Weltmeisterschaft ist. Dabei zu sein, für Schalke das Ziel. Mit einem riesigen Spektakel wird im populärsten Videospiel der Welt ermittelt, welche der Spieler die besten sind. Two-time World Champions, SK Telecom T1. And their opponents in tonight's matchup, Samsung Galaxy. 18.000 Fans im weit im Voraus ausverkauften Staples Center in Los Angeles. Fake killed Faker, found Biggie, and Efficient steals the... SK Telecom wird seiner Favoritenrolle gerecht und triumphiert. Zum 4. Mal in Folge geht der Weltmeisterschaftspokal ins Heimatland des E-Sports, Südkorea. Die Dominanz der asiatischen Teams ist ungebrochen. Daran möchte Schalke rütteln.
Allerdings wird das durch den Abstieg in die zweite Liga noch dauern. Die Königsblauen stellen ihr E-Sport-Team komplett neu auf. Auch Berg ist weg. Von der alten Mannschaft ist nur noch Steve mit dabei. Im Fußballgeschäft wäre es beim Abstieg eines Schwergewichts wie Schalke naheliegend, dass der Verein versucht, mit viel Geld den sofortigen Wiederaufstieg zu erzwingen. Schalkes E-Sport-Abteilung geht einen anderen Weg. In einem mehrtägigen Probetraining werden internationale Nachwuchsspieler getestet. Also wir casten, weil wir tatsächlich jungen Talenten eine Chance geben wollen und wir glauben auch so, die ungeschliffene Diamanten zu finden. Wir wollen neben den Skills, die unsere Spieler natürlich aufweisen müssen, wollen wir aber auch die Leute kennenlernen. Mit wem möchten wir denn hier unter Vertrag nehmen? Wie agiert er in verschiedenen Teamdynamiken? Wie kommt er mit verschiedenen Leuten dann auch klar letztendlich? Wie reagiert er auf Druck? Wie reagiert er auf einen strukturierten Tagesablauf? Die Trainer beobachten die Bewerber genau. Viel Wert wird auch auf soziale Kompetenz gelegt, damit sich die Probleme der Vergangenheit nicht wiederholen. Man muss hier auch immer bedenken, dass wir von ganz, ganz jungen Leuten sprechen, die in einem Apartment in Berlin dann gelebt haben und wo dann das Zwischenmenschliche auch nicht mehr so wirklich gepasst hat. Und die leben unter einem Dach über Monate. Es war dann ein Abwärtstrend, der sehr, sehr schwierig aufzuhalten war und am Ende des Tages dann auch nicht mehr aufzuhalten war, weil das intern nicht mehr so gepasst hat zwischen den einzelnen Teammitgliedern. Was man immer bedenken muss, diese jungen Computerspieler, diese E-Sportler, die spielen wahrscheinlich bis 16, 17 Jahren im Kinderzimmer und haben keinerlei Führung, haben keinerlei Trainingsmöglichkeiten, wie man sie aus dem Fußball kennt, keine Trainer. All das kennen sie nicht und werden dann irgendwann mit 16, 17, weil sie in den Laddern ganz weit oben sind, werden dann auf einmal von den großen Organisationen gesichtet und in ein Team integriert und müssen dann auf einmal auf Teamdynamiken reagieren, in Strukturen funktionieren. Am Ende der Woche stecken die Verantwortlichen die Köpfe zusammen. Wer hat das Zeug, um für Schalke anzutreten? Spielerisches Potenzial und Teamfähigkeit werden bewertet. Die Trainer küren die Mannschaft, die zum ersten Turnier im Schalke-Trikot reisen darf. Für die Verlierer heißt es Goodbye Gelsenkirchen. Sie müssen ihren Traum vom Profidasein zumindest vertagen. Die Identifikation mit dem Ruhrpott und seinem rauen Charme ist Schalkes Verantwortlichen sehr wichtig. Schließlich soll das neue Team hier leben. Um ihnen eine erste Portion Schalker DNA einzupflanzen, geht es für die Truppe auf eine Erkundungstour quer durch Gelsenkirchen. Because if you want to have an idea of what is Schalke, this is the middle of Gelsenkirchen. You can see the big hotel here and this also is in a historical way, this is Schalke. Glück auf, Kampfbahn. Ernst Gutzorras alte Zeche und jetzt noch ein letztes Mal Pommes-Schranke, bevor der neue Trainings- und Ernährungsplan greift. Doch hat Schalke wirklich die Geduld, diese jungen Talente in Liga 2 behutsam aufzubauen? Sicherlich kamen jetzt auch die Fragen auf, wie stellen wir uns konzeptionell weiter auf nach dem Misserfolg im sportlichen Bereich und dem Abstieg von der LCS in die CS bei League of Legends. Und aber nie die Frage, ob wir dieses Projekt beenden, sondern es ist ein langfristiges Projekt, an dem wir festhalten und das wir langfristig aufbauen wollen. Und wenn es mit dem Aufstieg jetzt nicht sofort klappt, dann ist das auch kein Beinbruch, sondern es ist ein langfristiger Plan dahinter, es ist ein langfristiges Konzept, was wir verfolgen und wir stehen zu 100% dahinter und wollen uns dementsprechend auch für die Zukunft dann aufstellen. 4 Uhr morgens. Das neue Team fliegt zum ersten gemeinsamen Turnier. Keine 18.000 Fans in Los Angeles. Die Königsblauen spielen nun vor 70 Zuschauern in Warschau. Boxentour statt E-Sport-Olymp. Und trotzdem sind die Schalker von ihrem Projekt überzeugt. Andere Vereine